Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir wollen ein Tor öffnen. Meisterhaft. Oh, nein. Oh nein. Oh nein, was ist denn los? Wir brauchen den unzerbrechbaren Dietrich. Oh Mann. Och. Einen haben wir noch. Jawohl. Ist das warm? Gold. Eine Truhe mit einer Falle dran. Gut, 5 Dietriche zurückbekommen und Pfeile Septime, sehr schön. Den Streitkolben, ja, der ist zu schwer, den lassen wir mal da. Naja, also ich finde, hier konnte man mal reingucken. Schon okay. Wir machen auch wieder zu. Nein, wir lassen das auf, dann wissen wir, dass wir hier gewesen sind. Dann gehen wir wieder auf Riesenjagd. Es soll einen Riesen geben. Und den suchen wir jetzt. Ich glaube, wir sind schon ganz in der Nähe. Eigentlich sollten wir schon die Riesenlockrufe hören. Ah, da vorne ist er doch bestimmt. Vielleicht können wir ihn auch überreden, dass er einfach abhaut. Ich mag Riesen, ich möchte sie nicht unbedingt bekämpfen. Mit Mammut. Schaffen wir den wohl? Oh ja, den schaffen wir. Das Mammut aber nicht, glaube ich. Die Nieren. Gejagter Riese jetzt. Können wir das Mammut beruhigen irgendwie? Oh, das kommt schon. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Der Riese hat bestimmt ganz viel Gold. Sein Riesengold hat er wahrscheinlich. Hat das Mammut das gemacht? Hey, hast du da einen Haufen gemacht? Machen Mammuts sowas? Das ist doch irgendwas anderes, oder? Nee, wir müssen gucken. Die haben Käse und sowas, die Riesen hier. Okay, Mammut, wenn du uns angreifst, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als schreiend davon zu laufen. Ah! Lauf, lauf, lauf! Das hat's auf uns abgesehen. Wow! Genau, wir müssen das doch auch entdecken. Können wir da raufklettern? Dürfen wir in die Kiste hier gucken? Das weiß doch schon gar nicht mehr, wo wir sind. Ist ein Mammut. Eisen-Zweihänder der Bindung. Stirbt das Ziel innerhalb von 7 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ja, wenigstens den Zauber bräuchten wir. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Um selber was zu verzaubern, meine ich. Ein Pferdefell? Ist das gut? Septime sind gut, Ziegenfell. Entzaubern würde ich das ganz gerne. Aber das hat ganz schön Gewicht. Na, wir nehmen es mal mit zum Entzaubern. Wir sind versteckt. Wie kannst du uns sehen? Hier ist Käse. Riesenkäse. Ich liebe Käse. Halt, wir müssen die Pfeile wieder haben. Ah, sowas hat er dabei. So viele Pfeile und einen Horkerzahn. Wie viel? Ah, 1 Pfund wiegt er. Stiefel und da ist der Zeh und Septime und Säbelzahn-Tigerpelz. Nein, aber die anderen Käsedinger möchte ich noch. Oh,
Der Riese war fleißig. Oh oh. Die anderen Käsedinger. Sollen wir das Mammut nicht schießen? Wir müssen nicht alles töten, was wir sehen. Wir müssen auch friedlich sein mal. Da fangen wir genau richtig an bei dem Mammut. So. Oh, das Mammut hat sich verbrannt. Oder was macht es da? Ach, das Mammut gegen den Eistroll. Oh oh. Mammut hat gewonnen. Weiter geht's. Weg mit der Waffe. Und wieder zurück, jetzt ehrlich. Wir machen das mal, dass wir eine Aufgabe wirklich abschließen. Korrekt, so wie man sich das wünscht. Also erledigen die Aufgabe und dann zurück zum Auftraggeber. Echt? Glaube ich ja kaum. War ich das? Oh, wir sind so erschöpft. Ein Bär oder sowas. Hast uns die Punkte geklaut. Aber die Pfeile bekommst du nicht. Was war das? Wir gehen mal lieber, oder? Wir sollten auf dem richtigen Weg sein. Oh, ich möchte raus aus dieser Eislandschaft hier. Festung. Da brennt sogar Licht. Das Moment, das ist doch Dunstadt. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht Helgen sein. Oh, wir müssen ja nur schnell mal durch hier. Ob die uns lassen? Ja, die sind doch alle freundlich hier. Zweig ist nicht von mir. Könnte von... Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Ich hab mich nur verlaufen. Und das ist eine schlechte Zeit, ich weiß. Wir sind viel schneller als die und haben viel mehr Ausdauer als sie. Die liegen ja immer noch hier. Banditen. Ihr da, Reisender! Hier drüben! Wächter von Stendar? Wo drüben? Wo? Wo ist drüben? Bist du gestürzt? Oh, hallo! Ah! Ich wollte das gar nicht! Junger Vampir, auch das noch! Steckt uns nicht an! Wir sind viel schneller als Vampire. Jetzt habe ich die Übersicht verloren. Wo ist die Straße? Zu wehren? Ich lauf weg. Ich wehre mich doch gar nicht. Wo müssen wir lang? Da lang. Oh oh, jetzt könnten sie uns einholen.
Aber sie haben uns ein wenig Lebensenergie geklaut. Hoffentlich haben sie uns nicht angesteckt. Ich glaube, wir haben noch einen Heilungstrank. Oh, noch ein Riese. Hätten wir den nicht erschlagen können, das wäre einfacher gewesen. Naja, das wäre nicht so weit weg gewesen, ob es einfacher gewesen wäre. Na, ich bin mir da nicht so sicher mehr. Oh nein, die Maus. Oh, dass es so weit weg ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Endlich aufwärmen. Wir haben fertig. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Wow, danke. Der Riese von Steinburgenpass ist tot. Ja. Ihr habt diesen Monstern gezeigt, dass sie in Pale nicht länger geduldet werden. Gute Arbeit! Hier, eine Belohnung eures Jarl. Braucht ihr sonst noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Oh, das wäre mir eine Ehre. Ja. Viel Glück. Wir haben schon alles. Okay, ich habe eurem Volk geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Pale. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, sowie diese Waffen aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über eure neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Na prima. Oh, wir haben ein Grundstück. Ist das Grundstück, das ihr erwähnt habt, immer noch zu haben? Ja, das ist es. Es liegt im Süden von Pale, nahe der Grenze zu Weißlauf. Ihr habt dort allen Platz der Welt, um euer eigenes Haus zu bauen. Ich nehme es. Haben wir 5000 Goldstücke? Wunderbar. Ich werde besser schlafen, weil ich weiß, dass ihr die südlichen Gefilde bewacht. Hier ist der Titel für euer Gehöft. Folgt einfach der Straße südlich von Dämmerstern an Festung Dunstadt vorbei und dann weiter nach Süden. Das Land ist nahe der Kluft der Kolosse, direkt an der Grenze zu Weißlauf. Ihr befindet euch dort fast in Sichtweite des Loreus-Hofes. Loreus-Hofes, okay, ich weiß genau, wo du meinst. Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Genau. Schließlich bin ich der Tane. Nur ein Bediensteter von Skald dem Älteren. Er ist die Zeit und Aufmerksamkeit nicht wert. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Oh nein. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Okay, danke, aber ich brauche... Hey, habt ihr etwas Wasser zum Tauschen bei euch? Natürlich.
Wow. Das ging ja schnell. Okay, dann macht's gut. Gregor? Bis zum nächsten Mal. Gut zu wissen. Kann ich den umtauschen? Ich hätte lieber eine Huskarlin. Habt ihr eine Frau? Deine Frau will ich nicht kennenlernen. Entschuldigung, so sollte das nicht gemeint sein. Ich meine, als Huskarl eine... Naja, okay. Wenn der bei uns rumrennt, der klaut doch bestimmt, so wie der aussieht. Total die... Moment, Helljahrchen Hall Upgrades? Ach was, das gehörte uns vorher noch gar nicht? Ach, guck an. Hier bekommen wir Helljahrchen her. Ja, das muss uns einer sagen, wir haben da schon einen Bauernhof in der Nähe. Was für eine Belohnung! Was sagt die Karte? Jetzt weiß ich natürlich genau, wo das ist. Wo denn? Ja, das ist... Ungefähr ist das, ja, das ist Haus Helljahrchen. Hier ist es. Wollen wir da mal hin? Na gut, gucken wir uns das mal an, ja. Ja, da ist eine Markierung. Sieh dir dein neues Haus in Pale an. Wahrscheinlich brauchen wir Zutaten, um das erstmal bauen zu können. Man nennt es Baumaterial, aber Zutaten passt. Ich weiß ja, was gemeint ist. Das ging aber schnell jetzt. Naja, weil wir so vieles schon gemacht haben. Das ging ja schnell. Erstmal den Pfeil bekommen wir nicht wieder, okay. Dann nehmen wir den aufheben, ausnehmen, auseinander. Vielleicht bekommen wir noch etwas daraus, ein paar Punkte fürs Häuten und so. Ausgezeichnetes Wolfsfell, okay. Boah, dann werden wir aber gleich auch müde, denke ich mal. Und was haben wir jetzt? Haushelljahrchen. Ob wir da nicht mal die ganzen Sachen von hier mitnehmen sollen? Ah, klar, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben aber irgendwas. Müdigkeit oder so. Etwas Durst, etwas Hunger. Starke Winde. Wir sind nass und kalt. Bewegungsgeschwindigkeit wird um 15% verlangsamt. Okay, dann. Können wir essen, trinken und uns ein Feuerchen machen hier? Oder? Wir sind ja nicht müde, also. Ich denke, wir machen was anderes. In der nächsten Folge schnappen wir uns unseren Krempel hier, den wir vor kurzem hier reingepackt haben, und bringen ihn zur Helljahrchen-Farm. Da können wir das dann schön einsortieren. Wird ein bisschen was kosten, glaube ich, die ganzen Materialien zusammenzubekommen, bis wir die Helljahrchen-Farm erstmal ausgebaut haben mit allen möglichen, ja, Kisten und so weiter. Aber eine Kiste haben wir doch bestimmt schon da. Wie auch immer, ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.